Vor einigen Tagen habe ich in den sozialen Medien eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie gelesen. Und diese Empfehlung möchte ich euch gerne vorlesen. Liebe MitbürgerInnen, dass Sie in der Quarantäne mit Ihren Tieren, Pflanzen oder Haushaltsgeräten reden, ist völlig normal. Deswegen müssen Sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Hilfe sollten Sie erst aufsuchen, wenn diese Ihnen anfangen zu antworten. Besten Dank. Ihre überlasteten Psychiater und Psychotherapeuten. Unser Hund hat mir bisher noch nicht geantwortet, wenn ich ihm gesagt habe, was er zu tun hat. Und auch unsere Kaffeemaschine hält sich mit seelsorgerlichen Ratschlägen gütigerweise bisher zurück. Aber ich merke, wie in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Stimmen auf mich einprasseln. Immer mehr Meinungen wollen meine Entscheidungen beeinflussen. Egal, ob ich die Nachrichten gucke, die sozialen Medien lese, ob ich mit meinem Nachbarn über einen Zaun spreche oder an der Supermarktkasse das Gespräch hinter mir mithöre. Stimmen versuchen uns zu beeinflussen. Und ich habe mich gefragt, auf welche Stimme will ich denn hören? Welcher Stimme erlaube ich, in mein Herz, in meine Gedanken zu kommen? Das sind die, die sagen, dass die Situation, die wir gerade erleben, viel schlimmer ist, als wir denken. Dass die Prognosen viel zu optimistisch sind. Dass die Maßnahmen, die getroffen werden, viel zu langsam getroffen wurden und viel zu lasch. Dass wir viel extremer und schneller noch Maßnahmen treffen müssten. Wenn ich mir diese Stimmen anhöre und zu Herzen nehme, dann müsste ich jetzt ins Auto springen, zum nächsten Supermarkt fahren, mich mit Dosenessen und Toilettenpapier, je nachdem was da ist, eindecken und mich in den Keller setzen. Und dort würde ich sitzen, mit bangem Herzen. Und dann gibt es die anderen, die behaupten, es ist alles überhaupt nicht so schlimm. Die Maßnahmen, die gerade getroffen werden, sind viel zu extrem, das braucht es alles gar nicht. Das ist doch nur ein Virus. Das ist doch nur eine Grippe. Genauso wie Influenza. Ja, es sind ein paar Leute gestorben. Aber so schlimm ist das doch nicht. Lass uns doch alle immun werden und dann wird das schon wieder laufen. Wenn ich auf diese Stimmen hören würde, dann würde ich auch rausgehen. Aber nicht aus Angst, sondern weil ich mich freuen würde. Ich würde denken, hey, die Sonne scheint. Ich gehe ein Eis essen. Ich fahre zu meinen Freunden und zu meinen Eltern und kann sie in den Arm nehmen. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine Vielzahl von Meinungen, die Menschen momentan vertreten. Und jede Facette spiegelt wider, was Menschen momentan denken, was sie hoffen, was sie befürchten oder was sie zu wissen meinen. Und ich sitze zu Hause. Ich bin kein Virologe. Und ich lese einen Artikel über die SARS-Pandemie von 2003, wo ein paar Leute gestorben sind, aber wo man den Eindruck hatte, dass die Pandemie hier gar nicht richtig ankam, dass es gar nicht so schlimm war, wie manche Leute befürchtet hatten. Und diese Pandemie verlief eigentlich ganz glimpflich. Und mein Herz hat so ein kleines Pflänzchen an Hoffnung. Und ein paar Stunden später sehe ich im Fernsehen einen Bericht über die spanische Grippe, die so viele Parallelen hat zu der heutigen Pandemie und wo Millionen von Menschen starben. Und in meinem Herzen macht sich Angst breit und diese Angst krabbelt den Hals hoch. Ich muss sagen, diese Ungewissheit macht mich nervös. Diese Ungewissheit ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Situation gerade. Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, was wirklich die Maßnahmen sind, die helfen. Keiner weiß, wann wir wieder ein Stückchen Normalität im Leben haben werden. Man kann momentan eigentlich nur mutmaßen, wie sich die Pandemie entwickelt wird und was für Auswirkungen das Ganze auf unsere Gesellschaft und auf unsere Wirtschaft haben wird. Und ich finde, gerade dieses in der Luft hängen macht es so schwer. Oder nicht? Ich würde diese Ungewissheit so gerne auflösen. Aber ich kann es nicht. Keiner kann das momentan.
diese Ungewissheit, wie wir mit dem Virus umgehen sollten, was die richtigen Entscheidungen sind, wie es weitergeht, diese Ungewissheit bleibt. Als Christ habe ich erfahren dürfen, dass mir mein Glaube gerade in solchen Zeiten der Ungewissheit und Unsicherheit ein Trost ist. Dass mir gerade in Zeiten der Ungewissheit die Zusagen, die Gott in der Bibel gemacht hat, Trost und Halt geben. Und zwar nicht, weil die irgendwie nett klingen, sondern weil ich immer wieder gesehen habe, dass Gott seine Zusagen, seine Verheißungen erfüllt hat. Zum einen in der Bibel. In der Bibel hat Gott so viele Verheißungen gegeben, die er dann auch wieder eingehalten hat. In der Geschichte sehen wir immer wieder Menschen, die ihre Entscheidungen auf Gottes Verheißungen aufgebaut haben und die Gott nicht enttäuscht hat. In meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meinem Familienkreis habe ich immer wieder Situationen mitbekommen oder erlebt, wo Menschen auf Gottes Treue und sein Durchtragen gehofft haben und gebaut haben und er hat sie nicht enttäuscht. Und auch ich habe das in meinem Leben erleben dürfen, dass die Zeiten der Ungewissheit durch Gott ertragbarer wurden. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief etwas, das mich in solchen Zeiten immer sehr ermutigt hat. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genau so nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Als jemand, der zu Jesus gehört, erleben wir diese Krise genauso wie alle anderen auch. Als Christen erleben wir auch Not und Sorgen. Gott sagt uns nicht, dass er alle Not und alle Probleme und Herausforderungen von uns halten würde. Aber wir haben gerade gelesen, was er tut. In der Not tröstet und ermutigt er uns, damit wir in diesen ganzen Situationen Gottes mutmachende und rettende Kraft erleben können. Der Unterschied ist nicht in der Intensität der Krise, die wir erleben. Der Unterschied ist nicht, dass wir weniger Not hätten oder Sorgen oder dass diese auch einmal sich einfach in Wohlgefallen auflösen. Der Unterschied liegt darin, was Gott macht, dass er uns ermutigt und uns Trost gibt, dass er uns Hoffnung gibt. Wir wissen den König der Welt auf unserer Seite. Wir wissen, dass Gott alles in seinen Händen hält, dass er dich in seinen Händen hält, dass er mich in seinen Händen hält und diese ganze Krise auch. Und dass nichts passiert, von dem er nicht weiß. Er trägt uns durch. Er geht mit uns durch diese Krise hindurch, weil er uns liebt. Die Bibel beschreibt ihn als über alle Maßen liebend. Und Johannes schreibt sogar, dass Gott Liebe ist. Wie heftig deine Gedanken auch gerade hin und her fliegen, wie verzagt dein Herz auch ist und wie viel Angst in deiner Seele ist. Gott will dir ganz nah sein. Gott will dich hindurchtragen durch diese Zeiten. Gott will dich trösten und dich ermutigen. Das ist das, was er uns in der Bibel zugesagt hat. Das ist das, was er gesagt hat. Zu dir und zu mir. Die Frage ist, auf welche Stimme hörst du? Gott segne dich.